Hallo und herzlich willkommen zu unserem Thema Geraden im Raum. Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie wir überprüfen können, ob ein beliebig gegebener Punkt P auf einer Geraden G liegt, die mittels einer Parameterdarstellung im Raum gegeben ist. Dazu gibt es eine ganz, ganz spezielle Version, wie wir das überprüfen können. Diese Möglichkeit schauen wir uns gemeinsam mittels linearen Gleichungen an. Zuvor habe ich dir wieder einige Infos zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir heute gemeinsam haben. Was sollst du bereits wissen? Ganz wichtig ist natürlich, dass du eine Parameterdarstellung einer Geraden im Raum aufstellen kannst, mittels einem Punkt und einem Richtungsvektor. Und auch dazu weißt, welche Bedeutung dieser Parameterwert t für diese Gerade g hat. Und bei unserem Thema ist es jetzt auch wichtig, dass du lineare Gleichungen lösen kannst. Das sind Gleichungen, die eine Variable haben, die nicht im Quadrat, nicht hoch 3 ist, sondern einfach linear als linearer Faktor hier steht. Und solche Gleichungen sollst du bereits können. Dazu schau dir auch vielleicht noch einmal zur Sicherheit die Videos zu den linearen Gleichungen an. Welche Ziele haben wir heute gemeinsam? Gemeinsam wollen wir jetzt uns anschauen, wie wir überprüfen können, ob ein beliebig gegebener Punkt P auf einer Geraden liegt. Diese Vorgehensweise sollst du nach diesem Lernvideo gut verinnerlicht haben und auch beherrschen. Und ganz wichtig ist auch, dass du auch diesem Video mitnehmen sollst, welche Bedeutung dieser Parameter T hat, um jetzt unter anderem die Lage des Punktes zu überprüfen. Liegt dieser Punkt jetzt B auf dieser Geraden im Raum oder liegt er eben nicht auf dieser Geraden im Raum? Und hierzu ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns diesen Parameterwert T näher anschauen und diesen Parameterwert T mittels linearen Gleichungen auch ausdrücken können. Nimm dir jetzt bitte dein Arbeitsblatt zur Hand, damit wir gemeinsam uns die Aufgaben auf diesem Arbeitsblatt näher anschauen können. Wie überprüfe ich jetzt, ob jetzt ein beliebiger Punkt P Element von G ist, das heißt, ob dieser Punkt P auf dieser Geraden G liegt? Dazu hast du auf deinem Arbeitsblatt eine Spalte bzw. einen Rahmen, wo das genauer erklärt wird. Wir schauen uns das gemeinsam an. Also gegeben ist eine Gerade H, wobei jeder Punkt X dargestellt werden kann durch 2 minus 1, 3 plus T mal minus 1, 3, 1. Das ist die Parameterdarstellung jetzt für die Gerade H. Ein Punkt, das wäre 2 minus 1, 3. Von diesem Punkt ausgehend wird jetzt ein beliebiges Vielfaches t mal des Richtungsvektors minus 1, 3, 1 aufgetragen und dann erhalte ich einen speziellen Punkt x. Jetzt möchte ich überprüfen, ob dieser ein beliebig gegebener Punkt p, der gegeben ist durch 4 minus 7, 1, auf der Gerade h liegt. Die Frage ist also, ob es eine Zahl t gibt, sodass dieser Punkt P dargestellt werden kann durch A, durch diesen Punkt, plus dieses Vielfache von dem Richtungsvektor. Also gibt es jetzt ein Vielfaches des Richtungsvektors, das ich von A ausgehend auftrage, um jetzt zum Punkt P 4 minus 7, 1 zu gelangen. Das ist jetzt die Frage. Und wenn wir uns diese Gleichung jetzt genauer anschauen, dann erhalten wir für jede Komponente, für die x-Koordinate, für die y-Koordinate und für die z-Koordinate eine Gleichung. Dann erhalte ich insgesamt drei Gleichungen in Komponentenweise. Und zwar, die erste Gleichung betrifft jetzt die x-Koordinate. Hier ist 4 gleich 2 plus t mal minus 1. Daraus folgt, wenn man diese lineare Gleichung jetzt löst, dass dieses t gleich minus 2 ist.
Für die y-Koordinate erhalten wir eine zweite Gleichung, und zwar minus 7 ist gleich minus 1 plus t mal 3. Wenn ich wiederum diese lineare Gleichung nach t löse, dann erhalte ich ebenso t gleich minus 2. Und für die z-Koordinate bekomme ich ebenso eine dritte Gleichung, und zwar 1 ist gleich 3 plus t mal 1. Das ist wiederum eine lineare Gleichung für t. Wenn ich diese Gleichung nach t löse, dann erhalte ich, dass t gleich minus 2 ist. Also sehe ich jetzt, dass für jede Koordinate, für die x, für die y und für die z-Koordinate, dasselbe t herauskommt, und zwar t gleich minus 2. Das heißt, wenn ich jetzt ausgehend vom Punkt A von 2, minus 1 und 3, minus 2, das minus 2-fache des Richtungsvektors minus 1, 3, 1 auftrage, dann bekomme ich genau den Punkt P. Dann stehe ich genau bei diesem Punkt P an. Also können wir insgesamt sagen, dass dieser Punkt also auf dieser Geraden H liegt, weil wir eben für die x, für die y und für die z-Koordinate denselben Parameterwert t erhalten. Das heißt, wenn ich für t gleich minus 2 in die Parametertarstellung von h einsetze, dann erhalte ich genau diesen Punkt h, den wir überprüfen haben sollen. Schauen wir uns dabei ein zweites Beispiel an, das du auch am Arbeitsblatt hast. Und zwar liegt der Punkt Q, das ist ein anderer Punkt, gegeben durch minus 1, 8, 5, auf der Gerade h. Die Frage ist also wiederum, ob es so einen Parameterwert t gibt, sodass ausgehend vom Punkt A das t-fache des Richtungsvektors v aufgetragen, ich zum Punkt Q minus 1, 8, 5 komme. Dann erhalten wir eigentlich diese Gleichung wiederum. Dieser Punkt Q ist gleich der gegebene Punkt auf h plus t mal der Richtungsvektor. Wiederum können wir für jede Koordinate, für die x, für die y und für die z-Koordinate, eine Gleichung anschreiben. Wir erhalten also wiederum drei Gleichungen. Und zwar für die x-Koordinate erhalten wir die Gleichung minus 1 ist gleich 2 plus t mal minus 1. Das ist eine lineare Gleichung, woraus sich der Parameterwert t errechnen lässt, und zwar t ist gleich 3. Für die y-Koordinate ergibt sich 8 ist gleich minus 1 plus t mal 3, also erhalten wir wiederum den Parameterwert t gleich 3. Nun, bei der z-Koordinate können wir auch wieder eine lineare Gleichung aufstellen, und zwar 5 ist gleich 3 plus t mal 1, aber hier ergibt sich der Parameterwert t gleich 2. Das heißt, ich habe jetzt nicht überall denselben Parameterwert t. Also gibt es auch kein einheitliches t, das ich in die Parameterdarstellung einsetzen kann, um jetzt diesen Punkt Q zu erhalten. Also liegt dieser Punkt Q nicht auf der Geraden h. Es gibt also keinen Wert t, der alle drei Gleichungen erfüllt und damit keinen einheitlichen Parameterwert, sodass ich zum Punkt Q komme. Das heißt, zusammengefasst können wir jetzt noch einmal formulieren, wenn das t-Element aus R, wenn dieses reelle t für alle drei Gleichungen, für die x-Koordinatengleichung, y-Koordinatengleichung und die z-Koordinatengleichung gleich ist, dann gilt, dass ein beliebiger Punkt p auf dieser Geraden g liegt. In unserem Fall wäre es eben diese Gerade h. Schauen wir uns dazu auch ein Beispiel an, das du auch am Arbeitsblatt hast. Und zwar geht es jetzt darum, dass wir a und b so berechnen sollen, dass dieser Punkt p 4, 2, 0 auf der Gerade g x gleich 1, 5 a plus t mal p 2 minus 4 liegt. Wir sollen also die beiden Werte, also die z-Koordinate des gegebenen Punktes, der auf g liegt, und die
x-Koordinate des Richtungsvektors so berechnen, dass dieser Punkt P 4, 2, 0 auf der Gerade G liegt. Wir haben bereits vorher gesehen, dass wenn eben dieser Punkt P auf dieser Geraden liegen soll, dass der Parameterwert T für alle drei Gleichungen einheitlich und gleich sein soll. Also müssen wir zunächst eine Gleichung aufstellen, damit dieser Punkt P auf der Geraden G liegen kann. Und zwar ist es eben die Gleichung 4, 2, 0 ist gleich 1, 5, a plus t mal b, 2, 4. Das wäre unsere Ausgangsgleichung, mit der wir überprüfen sollen, ob jetzt dieser Punkt P auf der Gerade G liegt. Wenn du dieses Beispiel alleine machen möchtest, dann kannst du hierzu das Video stoppen. So, wenn wir jetzt gemeinsam eben diese Gleichung aufgestellt haben, dann müssen wir jetzt dieses a und dieses b so bestimmen, dass der Parameterwert t überall derselbe ist. Hier gehen wir aber von der Gleichung für die y-Koordinate aus, denn wir können bei der y-Koordinate dieses t bestimmen, sodass eben dieser Punkt p auf der Geraden liegt. Und zwar beginnen wir eben mit dieser y-Koordinatengleichung, mit der zweiten Gleichung, aus der folgt, dass 2 ist gleich 5 plus 2 mal t. Das ist die Gleichung für die y-Koordinate. Das wäre x, das wäre y, das wäre z. In der x-Koordinatengleichung und in der z-Koordinatengleichung haben wir jeweils unsere unbekannten Parameter a und b. Zu denen schauen wir nachher. Zunächst bestimmen wir dieses t. Und zwar folgt aus dieser Gleichung, dass unser t gleich minus 3 halbe ist. Das heißt, wir haben jetzt einen Parameterwert t, der aber überall für die x, für die y und für die z-Koordinate gleich sein soll. Und mit Hilfe dieses Parameterwertes t können wir jetzt a und b berechnen. Und zwar, wenn wir jetzt in die erste Gleichung schauen, dann erhalten wir 4 ist gleich 1 plus t mal b. Damit aber dieser Punkt p jetzt auf dieser Gerade g liegt, müssen wir denselben Parameterwert t haben, also für t gleich minus 3 halbe einsetzen. Dann erhalten wir 4 ist gleich 1 minus 3 halbe b. Wenn wir jetzt diese lineare Gleichung lösen, das heißt minus 1 und dann eben dividiert durch minus 3 halbe, dann kommen wir schlussendlich mittels diesen Äquivalenzumformungen dazu, dass unser b gleich minus 2 ist. Für die z-Koordinatengleichung gehen wir ähnlich vor. Und zwar können wir jetzt die Gleichung anschreiben, also 0 ist gleich a plus t mal minus 4. Und damit wiederum dieser Punkt p auf dieser Geraden g liegt, müssen wir wiederum denselben Parameterwert t gleich minus 3 halbe hier einsetzen und können daraus unseren Wert a berechnen. Wir erhalten insgesamt 0 ist gleich a plus
minus 3 halbe mal minus 4. Und wenn wir diese Gleichung erlösen mittels den Äquivalenzumformungen, dann erhalten wir den Wert für a, und zwar a ist gleich minus 6. Wenn wir also a gleich minus 6 und b gleich minus 2 wählen, dann gilt, dass dieser Punkt P 4, 2, 0 auf dieser gegebenen Geraden liegt. Und zwar mit dem Parameterwert t gleich minus 3 halbe. Wenn ich also a und b jetzt einsetze in diese Parameterform und den Wert t gleich minus 3 halbe ebenso einsetze, dann erhalte ich insgesamt den Punkt P 4, 2, 0, der damit auf der Gerade g liegt. Ich habe dir auch ein zweites Beispiel zusammengeschrieben, das nicht am Arbeitsblatt oben ist, aber anhand derer du auch üben kannst, wie man jetzt überprüft, ob ein beliebig gegebener Punkt B auf einer Geraden liegt. Das erste Beispiel würde sein, liegt der Punkt P 4 minus 3, 0 auf der Gerade g, die mittels dieser Parameterform gegeben ist. Dabei gilt wiederum dasselbe Vorgehen, dass wir drei Gleichungen aufstellen und überprüfen, oder du überprüfst, ob derselbe Parameterwert t herauskommt. Das zweite Beispiel würde ähnlich sein, und zwar liegt der Punkt q minus 15, 20, minus 18, wir haben also größere Werte hier schon, liegt dieser Punkt q auf der Gerade, die durch diese beiden Punkte a 3, 5, 0 und b 9, 0, 6 verläuft. Hier musst du zuerst diese Gerade g aufstellen, die eben durch die beiden Punkte a und b verläuft, und dann sollst du überprüfen, ob dieser Punkt q auf dieser Gerade g liegt. Hier ist das gleiche Vorgehen wiederum anzuwenden, dass du drei Gleichungen aufstellst und überprüfst, ob derselbe Parameterwert t für alle drei Gleichungen herauskommt. Ist dies der Fall, dann liegt dieser Punkt q auf der Geraden. Ist dies nicht der Fall, liegt der Punkt q nicht auf der Geraden, die durch a und b verläuft. Diese Beispiele sollst du selbstständig auch üben, damit du auch dieses Verfahren näher kennenlernst und auch gut eintrainieren kannst. In unserem nächsten Video schauen wir uns an, wie überhaupt zwei Geraden im Raum zueinander liegen können, welche Fälle es dazu gibt, wie die Lagebeziehung von zwei Geraden im Raum sein kann. Vorweg, es gibt mehr Fälle als bei der Lagebeziehung von Geraden in der Ebene. Aber wir können diese Lagebeziehungen aufgreifen und noch um einen weiteren Fall ergänzen. Mehr dazu in unserem nächsten Video. Ich freue mich darauf.